Hallo zusammen, ich begrüße Sie hiermit zu einer neuen Folge von Kunst und Kochen. Haben Sie viel Spaß. Hallo liebe Küchengemeinde, heute ist Sonntag, der 23. Juli 2023. Wenn ich vielleicht nicht ganz so frisch ausschaue, dann liegt es daran, dass man mir meinen Schlaf gestohlen hat und ich erst um 5 Uhr eigentlich dann mal an Schlaf denken konnte, aufgrund dieser Hochzeitsfeier, die ich euch gestern schon erzählt habe. So, wir kommen aber zum heutigen Essen. Heute machen wir uns wieder einen schönen Braten. Wir machen uns heute einen schönen Kalbstafelspitz. Der Tafelspitz ist bereits seit 3 Stunden jetzt in dem Sous-Vide-Gerät. Das habe ich sowieso vom Metzger, der hat es auch eingeschweißt, gleich zum Baden geschickt. Und ja, in so einer halben Stunde etwa werden wir dann mit dem Essen fertig sein. Dann machen wir uns heute, hoppala, schön Semmelknödel. Auch den Teig habe ich vor einer Stunde schon etwa gemacht, dass der noch genügend Zeit zum Durchziehen hat. Ihr seht hier unsere klassischen Behälter, Tupperware mit dem orangen Deckel. Das heißt, das ist immer eine braune Grundsoße und diese braune Grundsoße geben wir da hinten in das Töpfchen und machen uns hier eine wunderschöne Rotwein- oder Burgundersoße dazu, denn weder meine Frau noch ich, wir stehen besonders auf eine Creme-Soße bzw. halt Meerrettich, wie wir auch sagen. Und deswegen machen wir uns eine Soße, die uns lieber ist, nämlich eine schöne Rotweinsoße. Das Wasser hier für die Semmelknödel. Der Topf steht auch schon hier. Ich schalte jetzt langsam aber sicher mal das Wasser hier ein. Und wenn das Wasser dann hier kocht, dann tue ich die Semmelknödel rein. Und da hinten taue ich dann auch schon mal diese braune Grundsoße auf. Und wenn es hier dann weitergeht, dann melde ich. So, das Fleisch ist jetzt soweit, dass wir das mal raustun können. Seht, ein schönes Stück Fleisch. Soße, da habe ich jetzt auch schon ein Glas Rotwein rein und das Ganze ein bisschen unten. Jetzt geben wir zumindest mal den ganzen Saft und den Fleisch geben wir hier noch in die Soße dazu.
So, Entschuldigung, wenn ich den Ton wegnehmen musste. Aber wenn ich mal so einen Niesanfall habe, dann geht es meistens so 10 bis 13 Mal. Wir haben jetzt hier unser Stückel Kalb und das machen wir jetzt wie mit einer. Bayerischen Schweinshaxe, Entschuldigung, dass man das jetzt ein bisschen noch rauchen kann, mit anschneiden. Gehen das dann mit der Fettseite nach unten in die alte Pfanne.
So, und dann richten wir das Ganze hier an. Dann machen wir hier einen Mittelschnitt. Schaut euch das mal an. Total saftig. Auf meinem Teller kommt immer ein bisschen weniger Fleisch. Und ich habe es nicht so sehr damit. Ich brauche immer mehr Soße. Soße. So muss die aussehen. Und wie jeden Tag frage ich euch, ist das nicht schön? Bild. Und dann greifen wir an. Guten Appetit!